Ey, wie, ich habe es ja noch gar nicht gefragt, Alter. Ich mache ja hier seit 1,5 Jahren den YouTube-Schinken hier. Und du hast ja bestimmt auch schon von ein paar Sachen gehört oder mal selber gesehen. Was sagst du eigentlich dazu? Also, denkst du dir so, Dicker, was nimmt er sich da raus? Oder warum schießt der immer? Oder was ist so deine Meinung dazu? Ja, wie viel Zeit hast du? Ich hab Zeit, ich habe Zeit. Wir haben Zeit. Wir sind über 500 Leute. Wir haben Viertel vor eins. Wir haben Zeit. Das Wochenende. Okay. Also das Ding ist, also einerseits denke ich mir halt, business-wise war das auf jeden Fall sehr schlau, weil du hast halt das Drama abgegriffen, das damals entstanden ist. So in dem, wie hieß es, Alpha Royal Turnier. Ja. Und hast daraus natürlich dann irgendwas gemacht, so um quasi da ja von zu Hause aus arbeiten zu können. Das ist natürlich kluger Move. Allerdings muss ich halt schon sagen, also du schießt ja auch zum Beispiel viel gegen mich so, und da wird halt immer gelästert so, und auch andere Battle Rapper. Also weiß ja, ich hab ja dickes Fell so, also mich juckt da eigentlich recht wenig. Aber ich muss sagen, es ist schon so ein bisschen so, dass du dich halt auf den Podest begibst, ne? Ja, voll. Ja, und das ist halt echt ein Kritikpunkt, wenn, ich glaube, das war auch das, was Bongtaggi an dir halt kritisiert hat mit seinen Seitenhieben so, dass du dich halt auf den Podest begibst und sagst, bla bla, most viewed und der relevanteste, bla, ich will die meiste Kohle, aber im Prinzip sitzt du halt nur vor der Kamera, während die anderen draußen auf dem Schlachtfeld rummarschieren. Meinst du jetzt So, zum und Beispiel in den da. letzten 1,5 Jahren ohne Battles? Genau. Und dann Ja. halt, so, und dann halt da zu sitzen und zu sagen, oh, der ist voll wack und der ist voll wack und den finde ich lächerlich und so, das kommt halt dann einfach so rüber, so, ja, okay, du versteckst dich halt ein bisschen hinter deiner Kamera und hinter der Community, so lang, bis man dann absackt in den Modus, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Battle oder ich hab kein Interesse mehr, da wirklich irgendwie Leistung zu zeigen, was ja dann gegen Mighty auch der Fall war. Ne? Ja, aber würdest du nicht sagen, 5 Jahre super viele Battles machen und das alles leisten, was ich geleistet habe, legitimiert nicht dazu, dass ich 1,5 Jahre oder ja, was 1,5 Jahre? Ja, fast 1,5 Jahre eine Pause machen und Leute bewerte oder über Leute Um urteile? Gottes Willen, um Gottes Willen, das habe ich niemals in Kritik gestellt. Also du kannst dich da hinsetzen und die Sachen bewerten oder so, aber es ist ja auch immer eine Frage der Attitüde und wie und wie man das rüberbringt. So. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo du halt dann die Kritik einheimst und wo dich viele Leute für kritisieren, Ja. dass halt diese Art und Weise zu abgehoben ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt, weißt du? Ja. Aber ja, also was soll ich jetzt sagen? Ich kann ja jetzt nicht sagen, so ja, eigentlich ist das gar nicht so, aber das gehört auch dazu und ich Also, finde, das sagst du ja selber in deinen Streams auch, dass ja, es so voll, ist. voll, So, voll. deswegen wäre Deswegen, jetzt es ist auch Quatsch, so. da Ja, dagegen zu natürlich. halten. Ja, voll, volle Kanne. Und ich finde aber auch, in einem Sport wie Battle Rap, bei irgendjemandem zu kritisieren, dass der sich für zu cool oder zu krass hält, finde ich absurd. Das finde ich einfach wirklich, das finde ich absurd. Also ich finde es absurder, dass jemand sich auf eine Bühne stellt vor 1.000 Leuten und sagt, ich bin hier, ich bin da und hört mir alle zu und die so und so und dann von der Bühne geht und sagt, naja, ich will nicht, finde ich absurder, als wenn jemand zum Beispiel mittelmäßige Leistung bringt und sich aber hinstellt und sagt, Dicker, ich bin der beste Battle Rapper Deutschlands. So, weil das ist Battle Rap. So, das ist doch Bragging und Boasting ist doch Bestandteil des Battle Raps. Also Ja klar, aber sich selbst einzuschätzen heißt ja nicht, dass man sich selbst runter machen muss, nö. aber man kann ja auch mit einem gewissen Realismus an die Sache rangehen und sagen, ja, okay, da habe ich verkackt, da bin ich der Geilste, Ja, da kam mir keiner was so. aber das Also, mache ich auch meiner Meinung nach. ja, weiß ich ja nicht. Also du nimmst dir halt oftmals in vielerlei Angelegenheit Sachen raus, wo du dann sagst, ich bin der Geilste und die Attitüde ist auch okay, aber in manchen Sachen, wo ich halt sage, so, da muss mehr Reflexion
rein. Da musst du mit mehr Reflexion an die Sache rangehen. So. Wie zum Also Beispiel? wo man halt sagt, ja, keine Ahnung, was weiß ich, zum Beispiel Thema, was weiß ich, Wortspiele oder so. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe so ein paar, also ich kann auch nicht so super genau beurteilen, weil ich nicht so viel geguckt habe von dir, aber so ein paar Sachen habe ich jetzt auch gesehen, zum Beispiel JRMC gegen Rob Skure, wo du dann auch echt richtig dicke Props vom Stapel gelassen hast für Ja, Rob Skures Pain Game, so. ja. Aber zum Beispiel da, wenn du dich da hinstellst und sagst, ich bin der Geilste in Sachen Wortspiele oder Pen Game oder Habe ich ja nicht gesagt. Struktur, dann wäre das halt komplett abgehoben. Ja, aber das mache ich ja nicht. Also ich mache ja, Ach so, okay. nee, also ich weiß schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und da, wo ich weiß, ich bin krass oder halte mich für den Heftigsten, da sage ich es. Und bei den, also du wirst mich nicht hören, dass ich sage, es gibt keinen, der Wordplay in Deutschland besser beherrscht als ich. Oder ich weiß nicht, warum die da die Pen Game-Frage klären, weil keiner hat ein besseres Pen Game als ich. So das. Das hörst du von mir nicht. Aber die Sachen, wo ich theoretisch auch sagen könnte, ja, okay, danke für die Props, das kann ich ganz gut, sage ich, Dicker, da bin ich der Krankeste, bin ich der Heftigste und ich bin so und so und hier und da. Und das ist ja, das ist, ich kann jeden verstehen, der da sagt, ey, ohne Spaß, ist mir unsympathisch, was nimmt der sich raus, was denkt der, wer der ist. Aber ich finde, wirklich im Battle Rap ist das, sollte das einfach normal sein, Mann, Alter. Wir battlen doch alle gegeneinander und jeder ist doch der Meinung, ich fick den jetzt, ich fick den jetzt, ich bin krass. Und dann gehen die von der Bühne und sind ganz leise und nee, ich will eigentlich gar nicht und das will ich nicht. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe schon, ja klar, aber ich sage ja, also ich sitze ja hier auch ganz komfortabel in meinem Stuhl und sage auch nicht, ich bin der Delivery King. Ja, kannst du ja auch nicht Also, sagen. ja eben. Ja. Das, deswegen, und ich habe auch kein Problem damit, dass ich nicht der Delivery King bin. Manchmal haue ich eine Delivery raus, die des Todes ist, manchmal Ja. greift der richtig ins Klo, ist auch voll okay, Alter. Ja. Also, wo Also ist das Problem? ich glaube, was euch, sag ich einfach mal euch, was euch eigentlich auf den Senkel geht, ist, dass ich mir einfach hinsetze mit so einer Selbstverständlichkeit und einfach so tue, als ob ich der Krasseste wäre in euren Augen. Und ihr euch dann denkt, ja, Dicker, was, Alter. Du, der kann dies nicht, der kann das nicht, in dem Battle war der nicht gut, der hat letzte gute Leistung, war da und da. Warum tut er so? Aber solange das in meinem Kopf Sinn macht, und da scheiden sich ja auch die Geister, solange wird das auch so bleiben. Und ich finde es auch gut, weil so kommt auch Würze rein, Mann, Alter. Ich find's geil, wenn Leute Meinungen äußern, auf die Kacke hauen, und weil so bleibt das ganze Ding heiß. Weißt du, wie ich das Das meine? verstehe ich, das habe ich dir auch so schon mal gesagt, so, das finde ich auch total okay. Das habe ich auch mit Davy Jones irgendwie gehabt, weil der ja auch immer stichelt und so. Und da habe ich zu ihm auch mal gesagt, als wir dann im Privaten waren und er dann privat komplett ausgerastet ist, so, habe ich dann gesagt, Digga, ey, wenn du in der Öffentlichkeit so stichelst und piekst und hier und da machst, so, das ist total okay. So, das gehört halt irgendwie dazu. Ey, ich bin Battle-Rap-Fan seit, keine Ahnung, seit Mitte der Ja, 2000er, so. warte ganz Also kurz, wie so. meinst du privat ausge... Was war da mit Davy? Was meinst du? Ach, will ich gar nicht drauf eingehen. So, ich habe mich privat hatte ich mit dem eine Auseinandersetzung und dann hat er halt so gewisse Sachen rausgehauen, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt ist jetzt abseits von dem Battle Rap Kurs. So, das hat mit Battle Rap einfach nichts mehr zu tun. Öffentlich hat er es aber gemacht? Und bitte? Hat er das öffentlich gegen dich geschossen oder was? Nein, 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 im Privaten, sage ich ja. Okay. Rein ganz abseits von diesem Battle Rap Game. Der schießt Okay. ja öffentlich gern gegen mich und da habe ich ihm auch gesagt, Digga, damit habe ich kein Problem, so, das gehört irgendwie dazu, das ist in diesem Zirkuszelt, da wird halt mal die Kanone geballert, Ja, ne? geil. Das ist ganz normal, das mache ich ja auch, so, habe ich ja gegen dich auch des Öfteren gemacht, dass ich irgendwelche Lines gebracht habe oder so, das ist Ja. halt, das ist ja Standard, das gehört auch Das irgendwie soll auch zu so dieser sein, Mann. Unterhaltung dazu. Leute müssen Und ich schießen. meine, da ist man ja auch in der Rolle des Künstlers, steht auf der Bühne und sagt, so, ich bin jetzt hier als Künstler und unter diesem Aspekt sage ich jetzt meine Meinung. So, das ist was Ja. anderes, als wenn man sich als Privatperson hinsetzt und dann seine Meinung sagt. Man ist zwar immer noch Künstler, aber man ist in einer anderen Situation, die Umstände sind andere. So, und ich habe so das Gefühl, der Punkt, wo sich alle aufregen, also viele der Battle-Rapper, viele aus der Community oder so, ist, weil du dich in einem anderen Umfeld als innerhalb dieser Kunst
hinsetzt und trotzdem noch als Cynic von der Bühne mit den Leuten irgendwie quatscht. Aber das ist doch Und das weniger Umfeld. als Cynic vom Stuhl. Nee, das ist doch nicht das Umfeld, Alter. Ich meine, meine Community ist doch Battle, ist Battle-Rap-Umfeld. Oder meinst du jetzt diese Bühnensituation? Nee, ich meine diese Bühnensituation, diese, ich präsentiere jetzt die Kun meine Kunst euch so. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass du manchmal so auf dem Stuhl sitzt und dann die Bewertungen und die Reviews und Rewatchings machst und so. Und dann das aber als deine Kunst präsentierst und dir deshalb vielleicht rausnimmst, von dort aus auch Punchlines zu machen, die Ja, aber eigentlich mit der natürlich. Kunst gar nichts zu tun haben. Ja, natürlich mache ich das. Aber es ist ja, es nimmt sich nicht viel. Also, ich bin ja, das, was ich auf der Bühne bin, das bin ich auch so. Natürlich gibt es nicht immer die Situation, dass man jetzt Reime schreibt und sich Schemes überlegt oder Punchlines raushaut. Aber ich meine, also, es ist kaum ein Unterschied zwischen der Person auf der Bühne und mir so. Und wenn ich dann sage, Cynic macht Auge, also, ich muss gar nicht mal, bevor die Kamera angeht, in irgendeinen Modus verfallen oder so, weil ich bin einfach so. Also ich bin jetzt, ich gehe auf die Bühne, ich mache ein Battle und dann battle ich ein Jahr nicht, mache die Kamera an und rede über Battles, so wie ich auch so über Battles reden würde, weil ich so bin. Also ich bin jetzt nicht so, denke mir nicht so, okay, jetzt musst du gleich einen runter machen oder so. Ich bin so. Also ich bin einfach so. Das Ja, ist, vielleicht ist genau das der Kritikpunkt. ja, dann ist, Also ich habe aber, nee, ich muss dir ehrlich gesagt widersprechen, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Zeit lang so. Und ja, du bist in gewissermaßen so. Das habe ich auch schon live miterlebt, mir gegenüber und anderen gegenüber, als ich Gespräche verfolgt habe, irgendwie nach Events. Du bist schon in gewissermaßen so, dass du halt immer deine Schnauze aufmachst und deine Meinung sagst, so. Ja. Das ist auch nicht das Problem. Allerdings, wenn du dich dann hinsetzt auf den Stuhl hinter der Kamera und halt andere Leute anfängst zu beleidigen, in einem Kontext, der fernab von Battle Rap ist, als Bewertung und dann aber die so bewertest, als würdest du die gerade battlen, dann finde ich das irgendwie Aber fragwürdig. warum ist der Kontext ferner vom Battle Rap? Weil du einfach nicht, in deiner Position als Battle-Rapper dastehst. Du hast ein anderes Umfeld. Du bist zu Hause in deinen vier Wänden, in deinem geschützten Bereich. Das heißt, gehst du mit einer ganz anderen Attitüde an die Sache ran. Du hast keine Crowd, die dir sofort Reaction gibt. Du hast keinen Battle-Rapper, der dir sofort Kontra da geben kann, weißt Ja. du? Das ist einfach ein anderes Umfeld. Deswegen, es ist schon so, dass man natürlich immer in seiner Rolle als Künstler bleibt. Das ist bei mir auch so. Ich sag auch, ich reiß auch meine Fresse auf, das tue ich ja jetzt hier auch so. Ich reiß auch meine Fresse auf und sage meine Meinung. Und das tue ich auch natürlich mit einem gewissen Anspruch als Rapper, Ja. ne? Als Rap-Hörer, als jemand, der selber Rap macht und dann halt eben auch Kritik verteilt. Ja. Aber es besteht halt trotzdem noch ein Unterschied, wie man sich als Künstler während einer Performance verhält und wie man sich als Künstler Ja. in einer Situation abseits dessen verhält. Weißt du, Ja. was ich meine? Also ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es halt wirklich nicht so, weil ich sehe mich nicht so. Also ich sitze da und ja, ich verteile Punchlines aus meinen vier Wänden an, größtenteils. Da habe ich mich auch schon für entschuldigt, glaube ich. Wenn ich da irgendjemandem Publikum da beleidige oder so, die dann wirklich abgefuckt sind, okay, das sind keine Battle Rapper, die sich nicht auf die Bühne stellen, aber es ist doch das normalste Prinzip, dass man irgendwie sich hinsetzt und die Leistung von anderen Leuten bewertet, wenn man das selber schon gemacht hat. Und die Art und Weise ist natürlich von oben herab, aber ich habe. Dann gab es bis jetzt auf jeden Fall wenig Kontra oder we wenig negatives Feedback. Ich meine, ich habe ja schon über so viele Leute gelästert oder Punchlines gebracht oder so auf Battle Rap bezogen. Ich erzähle ja keine privaten Stories von Leuten hier, die irgendwie doof aussehen lassen, sondern es ist ja immer die Punchline war Ja, wack, wie klar. sieht der aus, pipapo. Und keiner von denen ist auf dem Event nicht zu mir gekommen oder hat mir nicht die Hand gegeben oder hat gesagt, Digga, was machst du da? Was soll das? Ich kann mich an ein Szenario wirklich, ich kann jetzt nicht das komplette Ding bewerten, weil ich habe nicht jede Folge Cynic macht Auge oder jede Twitch-Folge verfolgt. So, ich habe ja Twitch fast gar nicht, habe ich glaube ich erst zwei Folgen oder so gesehen. Ja. Deswegen, ich kann das jetzt auch nicht komplett bewerten, weil ich jetzt hier im Chat auch entdecke, Brian bezieht sich hauptsächlich auf frühere Sachen. Vielleicht hat sich da was geändert. So, das kann ich jetzt nicht beurteilen, da möchte ich dir jetzt auch nicht zu nahe Nee, 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 treten. ach, das ist scheißegal.
Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, das war, glaube ich, Robscure gegen Mikesh Auge. Und da ist der eine Dude mit dem Hemd, ne? Wie Der heißt der immer vorne mit dem nochmal? Hawaiian steht, der Ja, genau. Klöten, Klöten. Klöten, ja, Ja. genau. Den habe ich, ja, genau, der hat ja auch mal so ein Battle gemacht. Ja. So, und ich meine, dass da halt dann, okay, was ist denn das für ein Hemd? Ey, wenn, Digga, wenn ich mit meinen Leuten hier Battles gucke in der Küche und wir Ja. das hier auf dem Beamer schauen, dann machen wir das an und dann kommt sofort, boah, was hat denn der? Wie sieht denn die aus? Was hat denn der für eine Matte? Und so. Ja. Ist immer so. Ist auch total okay. Und wenn du Ja. dann dich hinstellst, yo, Digga, Alter, keine Ahnung, Robin Williams Gedächtnis-Shirt Ja, der ausgepackt. Hawaii-Hugo habe ich den genannt. Ja, Weil genau. er sich auch immer so Also in die so. erste Reihe drängt und der will ja Ja, irgendwie auch was. klar. Ja. So, das ist total okay. Es gibt auch, kennst du Def Comedy Jam von Shaquille O'Neal? Ja klar, der All-Star, klar. Genau. Und da war D-Ray Davis. Ja. So, wo dieser Typ auf die Bühne dieses Glas stellt und dann sagt halt D-Ray Davis so richtig akkurat: Motherfucker, you chose that. You Ja. chose that. Had that big ass glass, you chose that. Genau. Live with it. So. Genau. Finde ich total cool, stehe ich 100% dahinter. Ja. Wenn der sich ein Hawaii-Hemd anzieht und sich in die erste Reihe stellt, da hat er sich das ausgesucht. So. Und der Safe. schien jetzt geistig nicht so umnachtet zu sein, als dass er das nicht verstünde. So. Ja. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass auch in anderen Videos das dann so Szenarien kam, wo du dann halt drüber hinausgegangen bist, so, ey, stell dir mal vor, wie der irgendwie eine Olle klären will oder bla bla bla. Und dann geht es schon so in die Richtung, dass du aus deiner Comedian-Position heraus anfängst, eine Story zu spinnen Genau. und die dann der Öffentlichkeit mitteilst. So. Und das ist dann, und das habe ich gemeint mit diesem Unterschied zwischen Bühne und abseits der Bühne, Ja. das ist dann, da trittst du dann in die Rolle als Künstler, als Comedian, Schrägstrich Battle-Rapper und lieferst dann schon wieder quasi künstlerischen Inhalt, den du in deinem sicheren Raum abspielst Unterhaltung. und genau in Ja. deinem sicheren Raum abspielst, so was aber dann einfach schon wieder zu viel Battle Rap ist aus deinen eigenen Wänden und dann konfrontierst du dich selber nicht mit der Situation, dass du vor einer Crowd stehst oder auf der Bühne stehst und da die Scheiße abziehst. Weißt du, was ich Ja, meine? ja. Also ich finde es, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es halt ehrlich gesagt, ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich finde, ich habe nicht übertrieben, aber das ist auch mein eigener Maßstab, der bei mir so im Kopf herrscht. Ich finde, es ist immer alles im Zuge der Unterhaltung. Also das sind Punchlines nicht, weil ich mir denke, ich muss jetzt irgendwas Negatives finden, sondern das sind meine normalen Gedankengänge. Hier hat einer gerade ganz... Hier hat einer geschrieben, Cynic liebt es zu diffamieren und sieht kein Problem darin. End of story. Ja, so einfach nicht, aber so ähnlich. So, also, ja, ich weiß, wie soll ich sagen? Es ist Es halt. ist auch schwierig, Alter. Also ich meine, ich setze mich ja auch hin, so, und ich stehe auch bei Events und ich sage auch Leuten live ins Gesicht, Digga, voll wack, Alter. Ich verwende da wahrscheinlich wesentlich mehr Euphemismen als du, also Beschönigung. Aber ich mache das auch so und ich sehe darin auch grundsätzlich kein Problem. Ich glaube einfach, die Art und Weise macht so. Und das ist ein schmaler Grat zwischen, wie verkacke ich jetzt und ein schmaler Grat, wie liefere ich jetzt gute Unterhaltung, ohne jedem sofort in die Fresse zu treten. So. Ja. Und aber trotzdem halt meine Assi-Schiene und Mr. Respektlos zu fahren. So. Und das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem du dich da bewegst und manchmal stürzt halt nach links oder steigst halt nach links auf und manchmal stürzt du nach rechts ab, weißt du? Also Ja. no, ohne politisch zu werden Ja, jetzt. klar. Sondern du weißt, was ich meine. Also einmal geht es halt ein bisschen nach unten und einmal geht es halt nach oben so. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Phasen, wo es nach unten ging und wo es nach oben ging, sich halt so ein bisschen abgewechselt haben, dass man so eine längere Phase gab, wo ich das Gefühl hatte, du hast halt einfach Bock zu haten und Leute zu dissen und zu beleidigen so. Und dann ziehst du das halt auch konsequent durch, Ja. was deine Persönlichkeit ist. Aber das kommt eher aus so einer Motivation raus. Ich bin jetzt pisst, ich setze mich jetzt hinter meine Cam und fick alle. Nee, voll nicht. Es soll Entertainment sein. Also So kommt es halt rüber, weißt du, was ich ja, meine? es ist meine Art von Entertainment. Ich finde das voll unterhaltsam und ich würde mich voll freuen, wenn jemand das auch so machen. Also es gibt ja genug Formate, wo so.
wo sich über Leute lustig gemacht wird oder wo oder die Künstler, die auch mal schießen oder ja, Leute runtermachen. Das ist halt mein Humor, das ist meine Art von Entertainment so. Ich finde das selber lustig. Ich mache sowieso nur Sachen, die ich selber auch feiern würde, wenn andere das machen würden. Und mir ist ja schon bewusst, dass das edgy ist, so das ist kein. Ich könnte auch, ey Mann, das wäre doch das leicht. Weißt du, wie leicht es wäre, ein Format zu machen, ich als Cynic ein Format zu machen, was dann noch mehr Abonnenten hätte und viel mehr Daumen nach oben und so, wo ich ganz sachlich und Props verteilen und sachlich und ein bisschen Kritik, aber immer fundiert. Aber das ist halt nicht meine Art. Und deswegen siebst du so halt auch die Leute aus. Ne, hier hat gerade einer auch geschrieben, deswegen habe ich mein Abo gekündigt. Vollkommen in Ordnung. Weil die ganze Show von Anfang bis Ende durchziehen, sind dann auch die den Künstler oder den Typen zu 100% feiern. Und mir ist schon klar, dass man so aussieht, dass es super viele Leute gibt, die das nicht feiern oder abgehoben finden, ungerechtfertigt finden. Dann sind die weg, dann geht weg, dann sind die halt nicht da. So, dann ist. Aber das Ja ändert gut, aber nichts. musst du da aussieben? Warum musst du aussieben? So, die Leute gehen doch sowieso, oder nicht? Wenn sie keinen Bock mehr haben. Also scheiß doch Nee. auf aussieben, so. Nee, 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 klar muss man aussieben. Du musst doch. Ich fahre ja meine Schiene, wie du selber schon gesagt hast, ziehe ich gnadenlos durch. Und Leute halten sich dann fest, dann fällt mal einer runter, aber die sich bis zum Ende festhalten, weil die den Film halt feiern. Ich habe lieber einen kleinen geilen Kreis an Leuten, die das hundertprozentig feiern, anstatt irgendwelche Leute, die sagen, ja, das ist gut, aber das gefällt mir nicht. Das, aber jetzt, da habe ich abonniert, aber da habe ich deabonniert, aber jetzt so und so. Sondern, ja, also das ist meine Vorstellung in meinem Kopf, wie so ein Supporter-Kreis. Mein Ziel ist nicht groß, ganz viele, sondern ja, Welle machen mit meiner Art und Leute feiern es oder feiern es nicht. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, dass ich da die Phasen so ein bisschen abgewechselt habe. Manchmal gab es so eine Phase, da war es halt gut gelaunt und hast dann halt nicht so nach unten getreten. Das kann ich gar nicht Manchmal gab es eine beurteilen. Phase, da schien es so, als wärst du jetzt irgendwie schlecht gelaunt oder müsstest irgendwas kompensieren und deswegen machst du jetzt andere Leute fertig, so um dich Ja. halt selbst ein bisschen, ums Ego zu boosten und dich ein bisschen besser zu fühlen. So. Und so kam das halt von außen halt ein bisschen rüber. So. Und keine Ahnung. Und Das kann ich gar nicht beurteilen, zum das ist, Beispiel. und manchmal war halt auch so der Sarkasmus und die Ironie, die da so mit reingeflossen ist, die hat das auch manchmal einfach von dieser Humorebene runtergenommen. So. Keine Ahnung, sich hinsetzen und lustig über Leute, ha, das Hemd, ja, oh, skurr, du bist der Fly und so. Also sich da hinsetzen und dann auf einer Humorebene einfach, hey, komm, wir machen jetzt hier komplett lustig und davon ist vielleicht ein bisschen was ernst gemeint, aber das ist jetzt einfach hier lustig. So. Sich auf der Ebene bewegen ist ja okay so, aber wenn man dann halt das immer wieder mit Ernsthaftigkeit unterfüttert, dann wird es halt schwierig, irgendwie zu sagen, so, okay, gut, sind das jetzt ernste Vorwürfe oder nicht? Und das erkennen halt manche nicht. Und das ist dann teilweise auch schwer zu erkennen. Und dann, wenn es dann halt Kritik hagelt, dann muss man halt damit leben. So, wenn du das schon in so einem Modus präsentierst, der nicht leicht dekodierbar ist, dann musst du halt damit leben, dass es Kritik hageln wird. Ist so. Das Und stimmt. das war, glaube ich, die Sache mit dem Track so, wo halt die Leute, Ja, glaube ich, am voll. meisten angesprungen sind, weil da hast du halt einen Bock geschossen mit Ja, diesem genau. ersten Ding. So, und dann dieses Rechtfertigungsvideo und so weiter, wo du dann halt sagst, so, ja, das war ja witzig und das war ja von mir irgendwie Ironisch gemeint. ja, ironisch gemeint und so, das lässt sich halt irgendwann schwer abkaufen, weil das einfach nicht so ins Konzept passt. Ja, voll. Also es war ja auch ein Fehler. So, ich habe es komplett falsch eingeschätzt, habe ich auch schon tausendmal gesagt. Und bis ich dann mal auf die Agentur gehört habe, die gesagt hat, lösch jetzt mal bitte alles, was damit zu tun hat. Und ich so, ey, ich kann das ist doch schon wieder ein Angriffspunkt. Meint die, mach das einfach, lösch das jetzt. So. Das war auf jeden Fall ein Riesenfehler, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Da habe ich auf jeden Fall einen falschen Gedankengang gehabt, falsch umgesetzt, einfach, ja, alles falsch gemacht. Und klar, dass dann, wenn du dich ein halbes Jahr hinsetzt und sagst, der ist scheiße, ich bin heftig, der ist scheiße, ich bin heftig, und auf einem anderen Feld, ne, dann juckt die Leute das auch nicht, ob du jetzt über Battle Rap redest und dann einmal Musik machst oder ob du über Musik redest, jetzt Musik machst, sondern dann bringe ich irgendwas raus, da steht mein Name drauf und dann, ja, dann wird da mit dem Hammer drüber gegangen. Und das sind ja auch Lerneffekte, Mann. Das ist ja alles,
Ich habe jetzt einen krassen Shitstorm gehabt. Jetzt nach dem Mighty-Ding kamen noch mal so drei, vier fiese Tage. Ja, und da wird bestimmt auch irgendwann noch mal einer kommen. Aber ja, so ist es halt, wenn man so einen Konfrontationskurs fährt wie ich und nicht so Weichspül, so Hauptsache, ich will mit jedem cool sein und ja, dann ist das so. Also jetzt mal abseits von irgendwelchen persönlichen Meinungen oder so, sondern mal ganz professionell gesprochen. Ich glaube, das Problem bei der Mucke-Nummer war, du hast es zu krass angepriesen. Ich habe das Du gar warst in nicht der Phase. angepriesen. Ich habe das einfach gar nicht Hä? angepriesen. Ich Du hab's. hast doch gesagt, du wirst mit Mucke alles zerstören, oder Bist du nicht? eigentlich geisteskrank? Zeig mir mal, wo ich das gesagt habe. Ich werde mit Mucke alles zerstören. Du hast doch so Posts gemacht, ja, ich hau jetzt hier Mucke raus und so. Ja, aber doch nicht. Und das wird alles zerstören. Nein, niemals. Okay, I'm sorry. Dann nehme ich das zurück, so dann habe ich mich getäuscht. Ich bin mit der Einstellung reingegangen, dass das der Fall gewesen wäre. Das, was ich gesagt habe, ist, das, was ich gesagt habe, ist, ja, ihr könnt davon ausgehen, dass ich bestimmt nicht so eine Kacke machen wie Bong Taggy. So, das habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, Aha. wir haben uns schon Mühe gegeben. Es wird auf jeden Fall gut. Aber ich meine, das ist ja auch gar nicht meine Denke gewesen. Also es ist ja, ich habe ja nicht gedacht so, weil ich sage ja, was ich denke. Und ich habe ja bei dem ersten Track, ich habe ja nicht gedacht, Digga, wenn ich den jetzt raushaue, die werden alle gar nicht mehr klarkommen. Deswegen habe ich den auch. Entschuldige, sorry, red erstmal fertig. Nee, passt. Aber war nicht dieses Ding, das du gemeint hast, wenn ich irgendwas mache, so, dann mache ich das richtig, dann mache ich Genau. das 100% Ja, und so genau. weiter. Ja, genau, das meine ich ja mit Ja, aber das angepriesen. ist Also, doch das ist ja das. so, ich werde alles zerstören. So. Also, Ja? das ist ja das Ganze übersetzt, so, ja. Okay. Schon? Ja, das Also, finde wenn ich ich. was mache, dann mache ich das Ja, richtig. genau. Dann, weißt du, was ich erwartet habe, so, da habe ich gedacht, okay, Cynic kommt jetzt raus mit chartwürdiger Mucke. Also Mucke, der will Was? jetzt, wenn der Mucke macht, dann zielt er darauf Ja. ab, okay, ich Nee. mache Mucke, die in den Charts Ja. von 1 bis 100 irgendwo vertreten sein kann und die Ja. da cool drin stehen kann. Ja. So hört sich das für mich an, wenn du sagst, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ja. So klingt es. Und das ist natürlich eine Lobpreisung an das eigene Produkt, die dann Ja. halt, wenn sie nicht erfüllt wird, richtig reinschießt, ne? Ja. Ja. Ja, das. Also vielleicht nicht alles zerstören so, aber für mich hat sich das angehört so mit diesem, ey, wenn ich was mache, mache ich es richtig, dann klingt es danach so, hey, ich mache jetzt professionelle Mucke, die definitiv neben anderen Rappern und im Vergleich zu anderen Battle-Rappern, wo die Mucke nie funktioniert, die Ja. definitiv neben normalen Rappern super her existieren Ja. kann. Weißt du, was ich Ja. meine? Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja, das war auf jeden Fall dann auch ein Fehler, ja. Da hast du recht. Ja, klar, dann ist es natürlich, Mann, aber das ist mir halt nicht bewusst, ne? Mir ist halt, ich denke mir so, ich sage halt, was ich sage, was ich fühle. Mir ist aber nicht, dann nicht bewusst, wie das, also, wie das von der Außenwirkung her, also wie das dann rüberkommt. Mir war das nicht bewusst. Also selbst, es kam ja voll viele, also selbst der Chief kam ja auch so, meint der, war das dein Ernst? Ich so, klar war das mein Ernst. Ich war das erste Mal im Studio, wir haben da so ein Ding gemacht. Okay, es wurde nicht gemixt und gemastert, so, das wusste ich aber vorher nicht. Und also es war ein Fehler in der Kommunikation, bei den anderen Tracks war das dann so. Aber der meinte so, meinte ich so, was hast du denn erwartet? Ich bin doch kein Rapper und ich habe auch nicht gesagt, ich werde jetzt die Charts irgendwie erobern und werde jetzt 1 Million Streams machen. Ich habe nur gesagt, dass es besser wird als Bong Taggy, dass es gut wird, dass ich es richtig mache. Aber da muss ich mir natürlich auch im Endeffekt eingestehen, dass ich auf jeden Fall das komplett unterschätzt habe. Ne? Also erstens, wie schwer es ist, sowieso einen vernünftigen Song zu machen. Und ja, und unterschätzt auf jeden Fall, dass die Leute mit was ganz. Also wenn du jetzt zu mir sagst, du hast erwartet, dass ich mit Mucke komme, die in Richtung, so dass es im richtigen Rap-Kosmos stattfindet, kommt. Dann hört sich das für mich erstmal lustig an, Das ist eine gute Beschreibung. So. weil das gar nicht mein eigenes Gefühl war so. Ja. Ja, ich glaub, da spielt Erwartungen halt geweckt, wirklich. also Erwartungen geweckt, sorry, weil jetzt gerade einer schreibt so, du hast Bitte. gesagt, es wird euch überraschen, welche Art von Musik von mir kommt. Ja, das weckt Erwartungen, schreibt einer. Also Erwartungen geweckt habe ich auf jeden Fall, freiwillig und unfreiwillig, safe. Aber für mich hat sich das gar nicht so angefühlt nach dem Motto, ich kündige jetzt was Krasses an, was den Musikmarkt fickt, weil das Gefühl hatte ich ja auch nicht. Aber das mein Gefühl und das Gefühl der Leute da oder die Erwartungshaltung crazy auseinanderging,
Ja, das habe ich ja dann zu spüren bekommen, auf jeden Fall. Da hast du recht, ja. Ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt ganz professionell und ich lasse jetzt da alles emotional raus, hat jetzt hier auch nichts verloren. Man muss halt sagen, da waren so strategische Fehler. Also zum Beispiel Marketing spielt halt wirklich dahingehend eine ultra krasse Rolle. Wenn du halt ein Standing hast und du hast halt ein ultra krasses Ja, aber ich Standing dachte mir in so, die Leute deutschen trennen das. Ich Medien. denke mir so, die Leute trennen das. Ich denke mir, klar, ich bin beim Battle Rap, pipapo, ba, ba, ba. Und dann denke ich mir so, aber die Leute wissen doch, ich war noch nie im Studio und bin das erste Mal da und mache das erste Mal überhaupt irgendwie Musik richtig. So, Aber das aber musst du ja auch irgendwie suggerieren, dass das ja. getrennt werden muss. So. Ja, es Also hat zum nur Beispiel, mein, keine Ahnung, ja. Karma hat jetzt mit seinem Top-Tier-Takeover-Video mit der Katze hier, mit dem Ding, da hat er ja auch irgendwie noch, also das war jetzt nicht, ist jetzt nicht Hat er das irgendwie ernst super gemeint aber? relevant gewesen. Bitte? Das hat er aber ernst gemeint oder wollte er Top die Takeover verarschen? Nee, der hat einfach, der macht halt Mucke technisch, das hat er dann auch irgendwie gesagt auf diese ganzen Kommentare hin, hat er gesagt, so, ich mache Mucke technisch ein ganz eigenes, weirdes Ding, so, was ich so für mich Bock habe, so. Und damit war die Sache, glaube ich, dann auch gegessen. Also der hat Ja. mir im Nachgang gesagt, danach hat er keine Nachrichten mehr gekriegt. Und dann wurde die Kritik auf einmal viel, viel positiver. So, und als er dieses Katzenvideo da gemacht hat. Und ich glaube, so wirklich dieses Trennen. Also im Vorhinein auch verbal irgendwie trennen, zu sagen so, hey, pass auf, ich mache hier, weil du hast halt ein Standing, das ist überkrass im Battle Rap. Du stehst halt, jeder kennt dich, du hast super krass viele Views, du machst diese Nummer hier mit Twitch, mit Cynic macht Auge und so, bist halt überall präsent. Und wenn du dann sagst, ich mache Mucke Naja, voll. und dann nicht marketingtechnisch richtig suggerierst, Ja, pass auf, wo, in ist ja welche voll. Richtung geht diese Ja. Mucke? Was wird das? Was will ich damit erreichen oder so? Wenn du halt schon so ein Standing hast und das nicht richtig kommunizierst, so, Ja. dann sind halt diese ganzen Leute, die alle da sitzen und wegen Battle Rap da sind, die werden es alle komplett falsch verstehen. Ja, naja. Und Mel Beats hat ja auch gemeint, so, dass die Nummer mit dem Foto, ne? Weißt du, du machst ein Diss, also so ein Battle Rap Track mit so Dirty Punchlines und dann war halt dieser süße Smile-Foto-Ding. Hat die das Das ist gesagt? natürlich. Ich glaube schon. Ich glaube, die hatte Nee, das. Alter. Ich meine, es macht Ich weiß. Sinn. Es macht Sinn, was du sagst. Das ist wirklich, ja. Habe ich auch gar nicht, habe ich gar nicht, also gar nicht drauf geachtet. Aber es hat die auf jeden Fall nicht zu mir Tut gesagt, man Lena. auch nicht. Kann ich so nachvollziehen. Habe ich Ja. teilweise halt auch überhaupt nicht drauf geachtet. Das Ich meine, ich stimmt. habe ja auch schon einen Track hochgeladen, der Das halt stimmt, Alter. uralt war. So. Ja, scheiße. Das Video, das ich mit Harry gemacht habe, so, das war uralt, Alter. Und dann kamen so Leute, ja, vor 2 Jahren wäre das cool gewesen. Und dann dachte ich mir so, ein Jahr später, als ich das Video nochmal gesehen habe, ja, okay, stimmt. Ja. Fuck. So, man Ja. achtet auf sowas nicht immer. So, man verscheißt sich das oft selbst. Aber deswegen, Mucke ist halt wirklich heutzutage so ein krasser Marketinganteil. So. Ja. Also, das ist halt echt heftig. Ja. So. Also, ich meine, ich habe da keine Ahnung. So, ich habe in meinem Erststudium habe ich Marketing gemacht, ne? Ja. Und ich habe auch berufstechnisch hab ich im Marketing gearbeitet für eine Marketingfirma so. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich mir dieses Musikmarketing angucke, das ist nochmal ein ganz eigener Bereich, Ja. Alter. Da musst du nochmal so viel anderes machen. So. Ja. Junge, Junge. Also, Ja, das ist stimmt aber. Das halt stimmt aber echt. wirklich. Da steht einfach so: die Nutte tanzt, ich mach dein Dings zu meinem Aschenbecher und ich bin einfach so. Ja, und dann halt so, nett. Also, so, keine Ahnung, Ja, halt. ist mir gar nicht. Ja. Also, ich glaube, viele Leute haben halt da erwartet, ich weiß nicht, da kannst du ja mal Umfrage machen oder so, aber ich glaube, viele Leute haben erwartet, okay, erster Track so, boom, da kommt Musikvideo. Ja. Ich Und dachte, ja. niemand hat ja irgendwie gesagt, ja, Cynic kann nicht rappen oder so, weil du hast ja damals auf diesem All-Star-Rapper-Mittwoch-Track hast ja auch einen Part gehabt, wo voll viele Leute irgendwie gesagt haben, ja, das ist cool. Das ist cool gerappt dafür, dass er immer sagt, er kann nicht rappen, war das eigentlich ganz gut gerappt. So. Ja. Und das war ja eigentlich eine ganz coole Grundlage. So. Und dann war halt diese Mischung aus, okay, die Qualität des Tracks, also lyrisch so wie Delivery-mäßig oder so, Ja. also wie der Track halt klingt, im Vergleich zu dem, was du angepriesen hast, gemeinsam mit diesem Marketing, mit diesem Foto, mit dem Upload, mit dem Zeitpunkt, kein Musikvideo, ba, falsche Ja. Kommunikation, war das halt alles so ein brodelnder Vulkan, der halt dann explodiert ist. Ne? Ja. Ja, es war wirklich ja, eine grausame Kombination. So habe ich das noch nicht, so habe ich das noch nicht überdacht, aber wenn du das alles so schön zusammenfügst, was da alles schiefgelaufen ist, ja, dann macht das schon so Sinn, muss man ja mal ehrlich sagen, auf jeden Fall.
Ja, und dann natürlich, dann sei es auch natürlich erstmal jedem gegönnt, da drauf zu springen und das zu zerreißen. So, dann. Ja gut, das Thema ist ja jetzt auch durch, Ja, also ist ja ja. lang genug besprochen worden. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf gekommen sind, Alter. Das weiß ich auch nicht. Ach so, du hast mich gefragt, was ich von der ganzen Streaming-Nummer halte. Dann haben wir Ja. darüber gequatscht und dann über Standing und Stellung. Und dann habe ich gesagt, dann waren diese Phasen und dann kam halt zum Beispiel dieser Track. So, genau so kamen wir drauf. Ja, okay. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich Was weiß auch. hältst du denn selber davon? Also Wovon? von dem Streaming, Cynic macht Auge, wie mich würde mal interessieren, wie ist es denn aus deiner Sicht gewesen? So, bist du komfortabel mit dieser Position? Hat sich irgendwas verändert an deinem Blick auf Battle Rap so? Nee, also ich muss da mal chronologisch sagen, ich habe ja nachdem das Judging rauskam, dachte ich mir, bevor irgendjemand darüber redet, rede ich darüber. Ich hatte eh vor, so ein Auge-Ding zu machen und das war der beste Zeitpunkt. Hab dann über dieses Judging dann halt so ein bisschen gemacht, das ist dann durch die Decke gegangen und hatte dann voll viele Abonnenten und hab dann halt mit meiner Art, so wie ich halt bin, Auge auf die Battles gemacht. Und das kam auch immer alles super an. Und wie alles, aber so irgendwann, irgendwie, es gibt so Hype da und dann flacht irgendwie alles ab. Ist ja bei jedem so, man. Jeder YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten, mit 1 Million Abonnenten, macht nicht 1 Million Views im Durchschnitt, sondern es wird immer weniger. Und mein Blick auf Battle Rap hat sich eigentlich nicht so verändert. Ich mache eigentlich jetzt nur das vor der Kamera, was ich eh schon in meinem Kopf gemacht habe, wenn ich Battles gucke. Oder mit Freunden, wenn ich Battles gucke. Das kennst du ja wahrscheinlich selber. Du bist ja auch ein Erklärbär, ne? Du kannst ja auch mit niemandem Battle gucken, der keine Ahnung hat und willst ihm nicht erklären, okay, das ist so und so. So, oder? Ja, Deswegen. klar. So, das bin ich halt auch. Und gepaart mit den Entertainer-Skills und den Punchlines halt, habe ich halt mein Format gemacht, dass das halt negativ angehaucht ist, weil ich halt, weil primär halt Leute irgendwie, dass man halt von oben nach unten redet, so. Das ist halt meine Art, habe ich auch schon tausendmal erklärt. Und das Streaming-Ding ist absoluter Glückstreffer jetzt gewesen. Das ist, hier fühle ich mich richtig, richtig. Aber mittlerweile, ich lese zum Beispiel keine YouTube-Kommentare mehr, also gar keine mehr, ne? Weil die Masse an Leuten, die mich nicht mögen, aus irgendwelchen Gründen, ist halt so groß, dass ich halt nicht mehr Kommentare gucken kann. So, ich weiß. Aber also so gar Gar nicht, nicht, gar weil nicht, gar immer wenn nicht. Battle Rapper sagen, sie lesen keine YouTube-Kommentare, du Meine, weißt, wie es ist. von den Videos, die ich raushaue, gar nicht, gar nicht. Okay, Also krass. wirklich, gar nicht, gar nicht. Und vorher, ich segel durch Kommentare durch, ab und zu aus Versehen, weil wenn du halt selber YouTuber bist, hast du halt diese YouTube-Studio, Statistiken, Analytics und dann, wenn du ein bisschen zu weit scrollst, kommen schon so die ersten Kommentare, in diesen Analytics so. Da hast du manchmal Pech und liest dann direkt einen halben Satz und weißt sofort, ah nein, Mann, weil man regt sich krass darüber auf so. Aber hier Ja, ist ist halt. auch so. Ja, aber hier ist das Geile halt, ja, Twitch ist einfach, das macht so Spaß. Das ist einfach, Mann, das ist so eine schöne Komfortzone, weißt du, du hast hier deine Community, du kannst mit denen reden und dich austauschen, die feiern, was du machst und ja, es ist einfach super angenehm. Super, super angenehm so. Deswegen, also, ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage überhaupt beantwortet habe. Ja, doch, eigentlich schon, ja. Also Ja. für dich ist quasi Twitch so auf jeden Fall so die Nummer, wo du sagst, da fühlst du dich jetzt wohler als auf YouTube bei dem Auge-Ding. Ich fühle mich, nee, es ist mehr Stress und mehr Druck, das hier zu machen, weil es halt anstrengend ist und weil man halt dafür verantwortlich ist, dass Leute jetzt 5, 6 Stunden Entertainment haben oder 3, 4 Stunden. Und beim Auge-Video setze ich mich halt hier vor die Kamera und mache die. Ich habe auch wieder Bock, so eine Folge zu machen, aber die muss halt knallen. So bei YouTube hast du halt dieses Ding, du hast halt Leistungsdruck. So einfach. Und das ist halt, ich kann jetzt nicht wie vorher random irgendwelche Sachen aussuchen, sondern ich muss halt vorher gucken, welche Runden nehme ich, knallen die, sind das Namen, die ziehen. So, deswegen. Aber da kommt auch auf jeden Fall wieder mehr. Ist genug Arbeit da auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieser Random-Faktor, der war eigentlich, glaube ich, so besonders bei diesen Cynic macht Auge, aber random, Ja. ich, so das Witzigste eigentlich so, weil du halt wirklich dann auch Sachen, glaube ich, genommen hast, die du noch nie gesehen hast, ne? Ja, voll. Und natürlich geht irgendwann so das Material so ein bisschen aus. Ich müsste jetzt, man muss sich so richtig Gedanken machen und alles, was ich mache, frisst halt Zeit. Und ich habe halt die Auge-Videos vorher halt wirklich
zu Hause gemacht, also nicht hier jetzt, sondern da, wo ich mit Frau und Kind bin, einfach Laptop auf, Folge machen. Aber jetzt müsste ich dafür extra hier hinfahren. Und ja, das ist auch so ein bisschen ein Aufwandsding. Aber auf Twitch fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten. Und aber YouTube, ja, bringt auch immer noch Geld und ist auch immer noch cool. Aber so richtig eigenen YouTube-Content kriege ich halt irgendwie gerade nicht geschissen. Weiß auch nicht. Und ja gut, aber kannst ja zum Beispiel die Comedy-Tour oder sowas, kannst ja Ja. da raufhauen. Nee, Alter, niemals. Also abgesehen davon, dass sie abgesagt wurde auch leider, kann ich kein, man darf, man muss mit Comedy-Content sehr, sehr sparsam umgehen, weil wenn ich jetzt 40 Minuten Comedy online habe, warum soll dann jemand kommen, um die restlichen, keine Ahnung, ein paar Minuten zu sehen irgendwie? Das kann man dann machen, wenn die Tour irgendwie gelaufen ist. Oder so kleine Bits mal hochladen, ja. Das könnte man schon machen. Aber das will ich auch nicht machen auf meinem Cynic-Kanal, weil da kommen wieder die ganzen Bastarde, die mich vom Rap nicht mögen und sagen, ist nicht lustig, das ist keine Punchline, das ist Mario Barth, schön bei den Amis abgeguckt. So die ganzen Kommentare, die halt behindert sind, die ich halt abfacken. Ja, du hast halt eine Battle-Rap-Community dir Aber aufgebaut hallo, auf YouTube, so. volle Kanne. Das sind auf jeden Fall so die Geister, die ich rief, aber ich habe halt die Möglichkeit, es einfach nicht zu lesen oder wie hier auf Twitch einfach meine Community mit rüberzuziehen und mit denen hier geile Abende zu haben. So, das kann ich jedem nur empfehlen, so, das ist eine geile Sache, aber mit einer eigenen Idee, weil sonst, ja, keine Ahnung. Darf ich mal fragen, wie war das denn mit Mighty so, als du mit dem gequatscht hast? Ich habe das jetzt nicht gesehen, Ja. habe nur so Teile angeguckt. Meinst du, als der bei mir war oder als ich bei dem war? Nee, als er bei dir war. Als der bei mir war. Was haben wir denn da nochmal gemacht? Wir haben, glaube ich, ja, eigentlich hat der das Ganze hier so ein bisschen genutzt, um so den neuen Mighty zu transportieren, so, der jetzt Bücher gelesen hat und geläutert ist und ein guter Mensch sein will und ja, auf Leute offen zugehen will und den Dialog sucht. So, und übers Battle an sich das haben wir, glaube ich, bei ihm besprochen. Und es war, ja, es war so, wie du dir das vorstellst. Man ist natürlich stockend. So, eine flüssige Konversation ist auf jeden Fall was anderes, aber es war auf jeden Fall positiv und er hat auf jeden Fall, glaube ich, bei den Leuten, die ihn vorher noch nicht haben reden hören oder mal so seine Gedankengänge gehört haben, hat auf jeden Fall bei denen einen positiven Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Also der hat auf jeden Fall, hat Ja, die das habe ich mitgekriegt. Er hat auf jeden Fall ein bisschen seine Katharsis so ein bisschen ja. auch nach außen getragen, ne? Ja. Und der hat auf jeden Fall die Plattform genutzt, also gut genutzt. Er hat sich sympathisch verkauft, vernünftig, ja. Und macht jetzt auch seinen eigenen Stream. Darf ich zu dem Battle eine Frage stellen? Klar, natürlich, Alter. Frag doch einfach. Warum, also wie siehst du das im Nachhinein? Warum hast du da nicht einfach trotz 10k und ich habe keinen Bock, ähnlich wie Mighty eine solide, aber nicht komplett drüber Leistung runtergerappt? Das war, also für mich war es das, nur halt von früher. Also ja, für mich war es das eigentlich. Also, was heißt solide? Solide war die Vortragsweise nicht, aber den Text. Ja, okay, vortragsweise jetzt mal abgesehen, aber der Ja. Text war ja jetzt auch nicht vergleichbar mit den Sachen, die du sonst machst. Also das kann man doch nicht erzählen. Ja, kommt auf an, was du nimmst, Alter. Es gibt Battles, die da sind die Texte krasser, es gibt Battles, da sind die Texte schlechter. Ich würde auf jeden Fall nicht unterschreiben, dass es jetzt in 6 Jahren auf jeden Fall der schlechteste Text war, den ich jemals geschrieben habe. Das auf gar keinen Fall. Aber ja, es war nicht viel Zeit, es war nicht viel Ansporn. Ja, so muss man das eigentlich, so muss man das, so kann ich das nur erklären. Aber Mighty hat ja so eine Zwischenlösung gemacht. Der hat ja quasi so eine Mann, der solide war heiß Performance auf das Battle. ach Quatsch, Scheiß. Der hat ja auch Willst du mich nicht verarschen? Weißt du, voll wie heiß Feuer der auf. rausgegeben. Der war Monster heiß auf das Battle. Der hat das komplett ernst genommen. Der war voll heiß. Er hat selber gesagt hier im Stream, der hätte das Battle auch für 1000 Euro gemacht. Der war voll heß. Der wollte dieses Ding, dritte Ding unbedingt und ich wollte das überhaupt nicht.
Und das merkt, das sieht man ja auch im Endeffekt auf der Bühne. Ja, natürlich sieht man das. Das hast du ja auch komplett raushängen lassen, so dass du keinen Bock hattest. Aber das meine ich so, weil er, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er heiß war, aber er hat ja doch sehr, sehr viele Punkte, sehr viele Vorwürfe oder so, die er dann nur angeschnitten hat und hat dann irgendwie so, ich glaube, 4 Haymaker hatte der drin, wo man dann wirklich sagen könnte, okay, da wäre jetzt die Crowd-Reaction gekommen. Aber der hat ja irgendwie halt einen soliden Text geschrieben, der relativ Standard war, mit paar Highlights drin so. Und ich habe so das Gefühl, du hast auch einfach auf die Punchlines verzichtet so. Und da frage ich mich, warum? Weil Naja, das. das ist ja für dein Brand eigentlich eine eher negative Sache, oder nicht? Ja, aber das würde ich, also das würde ich gar nicht so sehen. Für mich waren da insgesamt genug Punchlines. Das war jetzt nicht so ein Jack Dragon-Modus nach dem Motto Setup Punchline, Setup Punchline, so eine hohe Dichte. Aber für mich Ja, waren ja. da. War, guck mal, ich kann natürlich jetzt hier, mich hier hinstellen oder hinsetzen und sagen, ey. Glaub mir, wenn eine Crowd da gewesen wäre, es wäre von den Reactions, wäre kein großer Unterschied gewesen. Aber wem soll ich das erzählen? Da rollt man dann zurecht mit den Augen, aber auch wenn das vielleicht meine Meinung ist, aber man darf auch nicht vergessen, dass sein Style, Battles zu bestreiten, für kein Schwanz ist im Gebäude, natürlich viel zuträglicher ist als meine Vortragsweise. Weil Klar, wenn du, natürlich. Also. es gibt auch andere Battles von mir, wo ich auch viel erzähle und lange aufbaue und so Storylines mache. Wenn du da eine Crowd wegnimmst oder die Crowd Reaction wegnimmst, dann ist auch nicht so heftig. Aber Ja, klar, auf jeden. Ey, also das berechne ich ja damit ein. So. Also ich schreibe ja, das ist ja auch so ein Punkt, manchmal mache ich ja auch Pausen oder ich denke mir so, okay, da könnte wahrscheinlich eine Reaction kommen, wo ich. Oder manchmal warte ich auch zu sehr auf eine Reaction. Also das ist natürlich schon ein Unterschied, ob da eine Crowd steht oder nicht. Also das rechne ich schon mit ein, so ist es ja nicht. Aber so bei der Sache zum Beispiel, wo du die erstens Nummer runtergeschrieben hast und dann ja. plötzlich über die Haare gerappt hast, also dieser Wechsel, der war so, wo ich mir dachte so, wow, das habe ich noch nie von dir gesehen. Doch, ich habe sowas Ähnliches schon mal gehabt beim Cassius Clay Ding. Habe ich den Mighty auch gesagt, der hat genau dasselbe gesagt. Da dachten nämlich viele, ich wäre aus dem Text rausgekommen. Aber der Cut war genauso Habe ich hart. auch gedacht. Nee, der Cut war aber genauso hart geschrieben. Es sollte einfach nur. Das ist halt, ja, ist halt ein Cut gewesen. Nur ohne Zwischenreaction sieht es natürlich super, ist es natürlich super. So, und das sieht natürlich kacke aus. So habe ich, ja, habe ich schlecht, ja, schlecht geschrieben und schlecht antizipiert auf jeden Fall. Schlecht, ja, habe das geschrieben und aber mir das falsch vorgestellt. Das kam wirklich dann, ja, es kam kacke rüber. Aber ich habe vor kurzem nochmal das Lyri-Battle vom Alpha Royal gesehen. Ja. Und auch im Finale dann, da hast du ja richtig, also da hast du ja gepfeffert, Alter. Und da dachte ich mir, okay, du stehst jetzt in einer riesigen Halle, wo 200 Meter entfernt die nächsten Menschen sind, Ja. Kollegah nicht da ist Ja. und Farid Bang, ich weiß jetzt nicht, wie cool der mit Kolle noch ist, ob die immer noch so Best Friends sind oder so, aber. Der hätte da safe auch nichts gemacht und du standst halt schon da und hast quasi den Arsch in der Hose gehabt und Kolle direkt auf der Bühne ins Gesicht gesagt, inwiefern du sein Verhalten kacke findest. Und dann machst du halt so einen Vortrag ohne Punchline am Schluss oder ohne Pointe und so weiter und rappst dann auf einmal über die Haare. Da dachte ich mir, das ist halt total Ja, war doch die untypisch so. Pointe. Pointe ist doch gewesen, die Pointe war ja dann, war keine gute wahrscheinlich, aber dieses, dass die mir halt sagen, ich soll den Text schreiben und ich so, okay, aber ganz ehrlich, Alter, ihr seid euch alle nice hier am Bewegen. So, und ich hab's halt dumm geschrieben, so, weil, Mann, die, wenn ich diese Worte alleine sage, gibt's ja eine Reaction. Ob die Punchline heftig ist oder nicht, habe ich dumm geschrieben. Ich wusste ja, es ist keine Crowd da, aber ich dachte mir zumindest, steht da eine Jury, die irgendwie schmunzelt oder so. Die war ja auch nicht so. Deswegen habe ich Kacke gemacht. So. Ja. Ach so, aber du hast jetzt nicht absichtlich gesagt, okay, ich mache jetzt, also ich lasse jetzt 100% keinen Bock raushängen. Nee, das war, ich habe das geschrieben, ich habe das für angemessen befunden, so die Qualität des Textes. Und der Rest, was das dann so für die Leute so schlimm hat aussehen lassen, für viele zumindest, war das Ding auf der Bühne, war mein Befinden auf der Bühne, die Unsicherheit, dieses Lostsein, dieses Mann, Alter, was ist das hier alles? So, ich war da verloren auf der Bühne. Und das hat man auch gemerkt.
wenn man das gesehen hat, ja. Okay, gut. Ja. Ja. Aber ich bin trotzdem auch der Meinung, weil immer noch Leute sagen so, aber das wäre doch die Chance gewesen, Riesenpublikum, Pipapo, also Riesenaufmerksamkeit, Pipapo, ey, ich sag dir was. Ich weiß, der Text von Lars Unlimited, der Text von, keine Ahnung, Noir gegen Force 7 gegen Noir, wenn keiner da ist, ist so wie, so wie willst du abreißen, wenn keine Reaction da ist? Ja, da gebe ich dir 100% recht, ey. Aus Battle-Rapper-Sicht auf keinen Fall, niemals hätte das wäre das irgendeine Chance gewesen, dieses ganze Gelaber, bla bla. Oh, das wird so ein krasses Battle. Ganz ehrlich, ey, Was kann man sich ich gar nicht saß mit meinen zweimal Leuten, reinziehen? wir Das ist saßen hier zu cringe. Hause und haben uns gedacht so, oh Gott, Alter, Ja. vor keiner Crowd, das wird Ja. nie was, so. Ja. Aber der Unterschied ist, du bist doch ein Brain, Alter, du bist doch ein kluger Kopf, so. Ja, aber was hättest du da machen sollen? Ja, also so, keine Ahnung, natürlich nicht so patternmäßig, Für das wen machst schreibe du ich ja die nicht. Punchlines? Dass die hinterher sagen, das Ding war knapp. Live, es gibt ja kein Live, Nein, es gibt ja kein Live, dass Leute nein. im Chat schreiben, boah. Aber das meinte ich halt. Mighty hat halt, natürlich schreibst du nicht wie der, so Pattern an Pattern, aber der hat halt einfach gesagt, okay, gut, dann hau ich so solide irgendwie raus, sodass ich meinen Text sicher performen kann mit ein, zwei Punchlines, boom. Und ich hatte irgendwie bei dir das Gefühl, so du hast halt einfach, keine Ahnung, du hast halt einfach nicht strategisch irgendwie geschrieben, so dass du sagst, Nein. okay, gut, ich rap das jetzt runter Ja. ohne Crowd Reaction, weil du wusstest ja, dass keine Crowd da ist. Ja. Ich rap das jetzt so, dass ich das ohne Crowd Reaction durchrappen kann, zwei, drei Punchlines aber trotzdem ziehen und Ja. fertig. Ja, nee, so war es auch nicht. Ja, hast du recht. Ja. Aber wie gesagt, ich hätte also. Aber die Frage ist, Für warum? wen? Warum hast du das denn nicht mit einberechnet? Du bist doch ein schlaues Für Kerlchen, wen? Alter. Für wen? Mir war das doch gar nicht. Ich wollte dieses Battle. Mir war es doch gar nicht wichtig, dass ich das gewinne. Ich bin dann nicht in das Battle reingegangen, wo kein Mensch da. Also es geht doch nicht in ein Battle ohne Leute, wo, keine Ahnung, Leute gucken zu Hause, sind im Stream. Du weißt, es gibt keine Reaction und ich gehe dahin und mit dem Anspruch nach dem Motto, boah, jetzt mache ich das 2-1 oder jetzt zeige ich den Leuten, dass ich ein besserer Battle-Rapper bin. Scheiß auf Gewinnen, aber es geht ja nur darum, also du wusstest ja, ich muss irgendwie einigermaßen solide ohne Crowd Reaction aussehen, weil das ist ja für ein Brand wichtig. Scheiß mal Ja. auf Gewinnen. Es gab, also da gab es ja nichts zu gewinnen. Genau. Faktisch kann man bei diesem Battle nicht gewinnen. Ja. So. Und Aber beim Üben kam es man mir auch kann so halt verlieren. vor, beim Üben kam es mir auch so vor, als hätte das gereicht so, aber es war live auf jeden Fall nochmal schlimmer, als ich mir das versucht habe vorzustellen. So. Ja. Es Aber war du hast auch später angefangen zu lernen, kann das sein? voll. Ja, auf jeden Fall. Also das war, ja, Vorbereitung war nicht optimal, war auch ein bisschen kürzer. Hatte ich auch alles ein bisschen. Ja, gezogen, dass das dann, dass man wusste, okay, das klappt jetzt zu 100% zu den Bedingungen so. Und ja, war nicht gut. Und ich wusste das vorher. Und ja, ich kann jeden verstehen, der das dann so sagt. Aber ich weiß halt für mich auch, wie das in einem halben Jahr, einem Jahr, 2 Jahren nochmal gesehen wird, das Ganze, weil ich ja auch ungefähr weiß, wie es weitergeht. Und dann muss ich das jetzt halt mitnehmen. Dann muss ich halt das jetzt mitnehmen, dieses, was hast du da gemacht? Was soll das? Hast du das nicht ernst genommen? So. Und das Einzige, was ich halt wirklich hatte, die Einzige, muss ich auch ehrlich sagen, und da teile ich auch nicht die Einstellung, da habe ich nicht so eine vorbildliche Einstellung, was das angeht. Das Einzige, was ich wirklich wollte, war, dass der Veranstalter, dass der mich dafür bezahlt, danach oder live dann nicht zu mir sagt, ey, Dicker, was war das, Alter? Was soll das? Sondern ja, dafür hat es so halbwegs gereicht. Es war Spannung auf der Bühne, die ging zum größten Teil von ihm aus, so durch seine Attitude. Es war beim Gucken nicht mal so schlimm, wie ich das eigentlich auf der Bühne empfunden habe. Ich wollte es nicht gucken, aber musste es mit Mighty gucken. So. Und dann, ja, den Rest akzeptiere ich jetzt so, wie es ist. Und ja, und man kann sich gewiss sein, dass ich weiß, was ich da gemacht habe und sich aufs nächste freuen. So. Also wird es von dir noch Battles geben, so. Also 100%. Ich kann das. Das soll mein letztes Battle gewesen sein, Alter. Ja, das hätte ich ja, also bin ich Geschichten, froh, dass du zumindest sagst, ja, Geschichten, okay, nochmal Battle, Geschichten, Geschichten in die Leere erzählend. Nein. Also ja. Ja, okay. es kann das auf. Also und da braucht jetzt auch keiner denken. Jetzt will der so und so viel.
für ein Battle haben oder jetzt macht er nur noch so und so. Nee, nee. Das war vorher schon alles so, der Marktwert ist wie er ist. Und man kann schon davon ausgehen, dass ich schon weiß, dass ich hier. Ich will auf jeden Fall noch einmal in diesem Livestream sitzen und einfach nur die ersten 15 Minuten so machen und dann mich von den Leuten mit Props berieseln lassen. So, und das und dafür wird dann halt das nächste Ding, wann auch immer das sein Okay, wird. ja, gerne. Ja. Und hast du so den Anspruch, also ich meine, hast du tatsächlich Bock, irgendwie bei Diltily irgendwie mal in den Ring zu steigen oder so? Siehst du das als Challenge, egal gegen wen Voll, jetzt? voll, 100 Pro. Also Das nochmal zu machen? brauche ich auch gar nicht auch jetzt irgendwie Spannung aufbauen. Also das wird zu 100% irgendwann stattfinden. Den Anspruch habe ich, die Challenge will ich. Und alleine nur, weil ich ja schon so live bei so vielen Veranstaltungen da war und gesehen habe, was man da machen kann, will ich das einfach auch. So, ich will da auch stehen und ich will auch, dass der Festsaal Kreuzberg ausrastet. Ich will auch dieses 360-Grad-Ding. Ich will auch ohne Mikrofon performen. Ich will das auch. Und ich will das auch mit diesem ganzen, der kann nichts mehr, das war scheiße, der fickt den jetzt, der ist doch keiner, die letzte Leistung ist schon so lange her. Das will ich alles mitnehmen, und das da machen. So. Und dass Leute enttäuscht. Was war denn geiler Ding, Astra oder Olymp? Weil ich überlege gerade so, also Festsaal Kreuzberg sind ja immer so 1000 bis Ja. 2200 Leute so, aber du hast es ja schon gehabt, beim Olympia waren ja auch irgendwie 1400 und im Ja. Astra auch, glaube ich. Ja. So, was war da geiler? So, das war beides von der Bühne aus. Ja. Ich muss sagen, dass das Wohlbefinden war, also im Astra war nicht so toll. Im Finale auch das Gefühl auf der Bühne, auch vor den Judgings schon. Das war eher so Arbeit, das war ein bisschen Anstrengung. Gegen Davy Jones, das konnte man richtig genießen, weil ich wusste, da ist ein Haymaker dabei, da sind 1500 Leute, das ist der Ruhrpott, die feiern das, die finden das lustig und das hat richtig Spaß gemacht. Von der Stimmung, also würde ich sagen, war Olymp schon geiler. Ja, würde ich schon sagen. Und Ja, ich würde. mir haben auch Leute gesagt, dass beim Olymp halt wesentlich mehr Battle-Rap-Fans einfach waren. So. Voll, Also, dass wirklich krass viele voll, Battle-Rap-Fans einfach so voll, durch und voll, durch voll. waren. Ja, auf jeden Fall. Da ist ganz, man hat das Gefühl gehabt, Mörs vor allen Dingen. Da ist einfach ganz Battle Rap Deutschland zusammengekommen. Warst du gar nicht da? Nee, ich war nicht da, ich hatte keine Zeit. So, Ah, deswegen, weil das war wirklich so, das war richtig krass. Einfach Merlin alle waren hatte mich da. gefragt. Ja. Ah, fuck, das ärgert mich, ey. Ich habe das Event im Nachhinein gesehen und so und so und Robin, Lyri und Merlin, die haben mir alle erzählt, so wie krass es war, so und dann habe ich die Voll. Battles gesehen und dachte mir so, what the fuck, Alter, was da denn Ja, passiert, ey? das war wirklich, ich glaube so bis auf Robscure Caches und das Finch gegen diesen Ossi-Rapper, wie hieß der nochmal? Der ist so ein richtiger Rapper, wie heißt der nochmal? JW. JW, genau. Das war nicht so doll, aber der Rest hat auf jeden Fall Kato 47, ich gegen Davy, Jizzy gegen Greg Pipe, so die Sachen haben auf jeden Fall geballert und die Leute haben wirklich Bock gehabt. Das hat richtig Bock gemacht. Und wie gesagt, Das der ist auch so oft. Merlin hat es Ja. ohne Maschinerie geschafft, dass 1500 Leute sich in Moers einfinden. Ey, es ist pervers, Alter. Ich hätte es niemals gedacht. Ich habe ihm So. noch gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich finde es super risky Nummer. Aber das Ding ist, der ist halt auch Battle Rap durch und durch und der feiert halt die Nummer des Todes. So, deswegen, der zieht es halt auch wirklich durch. So. Also, das Ja. ist schon krass. Ich muss sagen, warum meine Frage jetzt dahin ging. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn du sagst, also jetzt, das eröffnet für mich ganz neue Pforten, so, wenn du halt sagst, so, ich würde nochmal ein Battle machen, könnte ich mir halt super gut vorstellen, diese Trilogie nochmal irgendwie abzuarbeiten, dass du sagst, so, boah, geil, ich stelle mich noch einmal auf den Olymp, so, ich stelle mich noch einmal irgendwie bei Top Tier Takeover ins Astra und mache halt ein cooles Battle, was nicht, oh, super Pressure von außen, so, Ja, so ein und Entertainment-Battle meinst du? genau, ein richtig geiles Entertainment-Battle. Kannst ja vielleicht auch nochmal ein englisches machen. Hätte ich vielleicht auch Bock drauf, dass du nochmal gegen einen anderen Ami oder so antrittst. Und dann halt quasi die Nummer bei Diltily. So, das wäre eigentlich eine geile Trilogie, quasi nochmal so drei Battles auf jeder Plattform, so nochmal so ein Ja. Battle machen. Das. Ja, so habe ich es noch gar nicht angedacht. Und drei klingt jetzt auch erstmal ein bisschen viel, aber ist ja ohne Ende Zeit so. Und ich werde auf jeden Fall auch noch mit 40 irgendwie ein Battle machen. Also da lasse ich mich auf jeden Fall nicht von
nicht von abbringen, nur weil man jetzt irgendwie sagt, der ist dann irgendwie zu alt oder so. Ich meine.